In der Nacht zum Sonntag wird eine 18-Jährige im Wiener Prater vergewaltigt. Der Täter, ein 21-jähriger Asylwerber aus Afghanistan. Diese Meldung ist von der Polizei bestätigt. Ähnliche Meldungen in sozialen Medien sind frei erfunden mit dem Ziel, Asylwerber unter Generalverdacht zu stellen. Auf fruchtbaren Boden fällt das bei einer Lokalbesitzerin in Bad Ischl. Sie verbietet jetzt Asylwerbern den Zutritt. Ja, Männer, die aus Ländern mit sehr patriarchalen Strukturen kommen, müssen akzeptieren, dass Frauen bei uns nicht freiwillig sind, nur weil sie sich bei uns freizügiger zeigen als in ihrer Heimat. Aber auch bei Österreichern stehen Grapschen, anzügliche Bemerkungen und sexuelle Gewalt an der Tagesordnung. Christian Zechner, Markus Stachel, Susanna Saradic und Christoph Seibel über Frauenrechte und Sexattacken durch Asylwerber. Petra Koble war am 26. Dezember mit zwei Freundinnen in der Salzburger Innenstadt unterwegs. Gegen 2 Uhr nachts besuchten die drei jungen Frauen ein paar Lokale in der Griesgasse. Petra Koble erzählt uns an Ort und Stelle, was damals passiert ist. Und ungefähr auf der Höhe sind uns dann Gruppen von 10 bis 15 südländische Männer entgegengekommen. Und wie die uns dann gesehen haben, sind die sofort auf uns losgestürmt. Also ich bin noch vorgelaufen, ich habe dann Schreie gehört, habe mich dann umgedreht und habe meine Freundinnen dann gar nicht mehr gesehen, weil einfach ja, die total eingekesselt waren von den Männern eben. Eine Freundin von mir, die haben sie an der Jacke gepackt gehabt, die hat sie aber losreißen können und die andere Freundin, also die hat sie direkt in den Schwitzkasten genommen und im Gesicht zur Jacke zugedruckt. Hat sie dann auf der Seite probiert zum Küssen und abgeschleckt. Sie hat ihm dann zwischen die Füße getreten und dann hat er von ihr abgelassen. Und sie sind dann nur eine Zeit lang bei uns stehen geblieben. Wir haben dann natürlich sofort geschrien, wir holen die Polizei und geht's weg. Das dürften sie dann verstanden haben. Einer von den Männern hat uns dann mit Handzeichen zum Verstehen gegeben, wir sollen doch bitte leise sein und wir sollen uns beruhigen. Und hat halt immer einen Zeigefinger vor den Mund da und immer sehr beschwichtende Handbewegungen gemacht. Durch das, dass wir aber einfach nicht zum Schreien aufgehört haben, sind sie dann weggegangen. Als Petra Koble die Berichterstattung über die Ereignisse von Köln verfolgt, schreibt sie ihr Erlebnis auf Facebook nieder. Sie habe so andere Frauen warnen wollen, sagt sie. Dieser Beitrag wird 440 Mal geteilt. Am 7. Jänner entschließt sie sich zu einer Anzeige. Ja, da war dann die gegenseitige Ermutigung dann dahinter, dass man das eben zur Anzeige bringt. Und dass da einfach was dagegen da wird. Also egal, ob das jetzt Ausländer sind oder Österreicher, aber bei so einer sexuellen Belästigung, da gehört einfach was drauf. Ortswechsel nach Bad Ischl. In Charles Bar soll es ebenfalls zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Seit kurzem sind Asylwerber im Lokal ausdrücklich nicht erwünscht. Denn sie hätten Kellnerin Steffi unsittlich berührt, erzählt die Hausherrin. Während der Arbeit hat sie gesagt, auf einmal am Po, am Bauch, am Brust, überall wird sie angegriffen. Sie hat ihnen gesagt, das geht nicht. Und hat halt, wenn es möglich war, weggeschubst, weil sie hat natürlich da oben ein volles Tableau. Und hat halt geschimpft und das Einzige, was die sagen, dann sagen sie ihr, I love you oder I don't understand. Und durch das, dass natürlich im Stress in der Arbeit ist, hat sie das eher mehr weggesteckt. Das wäre nicht das einzige Mal gewesen, dass Asylwerber unangenehm aufgefallen werden. Ich habe beobachtet, wie Asylwerber eben Mädchen wirklich angestarrt haben, aber so extrem die Mädchen angestarrt haben, weil als Frau spürst du das, wenn du auf einmal für jemanden nackt davor stehst. Bei mir hat die ganze Geschichte schon angefangen im Anfang November, das Überhang genommen hat und am allerärgsten war es halt zu Silvester. Die waren herinnen, die haben ja nichts konsumiert, die haben kein Getränk gekauft, gar nichts. Und zu Silvester war es soweit, dass sie sich auch an die Tische von den Gästen hingesetzt haben und einfach die Getränke von denen getrunken haben und selber aber nichts bezahlt haben. Und das geht gar nicht. Da ist fast übergelaufen. Karin Siebrecht-Janisch meldet all dies dem Bürgermeister. Umgehend wird eine Gegenüberstellung gemacht mit Asylwerbern, die in einem ehemaligen Altersheim im Ort untergebracht sind.
Die mutmaßlichen Täter sind nicht dabei. Trotzdem erlässt die Barbesitzerin ein generelles Lokalverbot für Asylwerber. Sie tue dies für ihre Stammgäste, weil die in letzter Zeit ausgeblieben sind. Wir sind ab jetzt wieder asylantenfrei, postet sie auf Facebook. Dass das auf einmal so eine Explosion macht, weil das ja nicht nur meine Stammgäste lesen, sondern andere Leute auch noch. Ich muss sagen, mit dem habe ich ja nicht gerechnet und habe ja nicht vorgehabt. Ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe wahrscheinlich nicht genau darüber nachgedacht, was das für Auswirkungen hat. Dieser Eintrag hat ihr prompt eine Anzeige wegen Verhetzung eingebracht. Von Datenexperte Uwe Seiler aus Linz, der als Kenner und Gegner der rechtsextremen Szene gilt und sich mit zahlreichen Anzeigen und Prozessen gegen deren Gedankengut wehrt. Auf seiner Suche nach Verstößen wurde er selbst nach eigenen Angaben 70 Mal angezeigt. Alle Anzeigen gegen ihn seien ins Leere gegangen. Asylantenfrei klingt sofort, wir sind jugendfrei. Das ist No-Go. Das darf man nicht sagen. Man muss sagen, bei aller Liebe zur volksnahen Sprechart als Wirtschaftstreibender hat man schon eine gewisse gewähltere Wortwahl zu verwenden. Asylant ist negativ besetzt. Das heißt, es ist ausgegrenzt von unserer Gesellschaft. Diese Leute haben nicht dieselbe Würde und nicht dieselben Rechte, wie jeder andere Mensch es hat. Und das ist eine Ausgrenzung, eine Herabwürdigung, eine Verächtlichmachung. Das ist ein absolutes No-Go-Wort. Und das ist im Bereich der Definition Verhetzung durchaus klar definiert. Eine Salzburgerin, die unerkannt bleiben möchte, erzählt uns, was ihr in der Silvesternacht auf dem Residenzplatz passiert ist. Als ich hier angekommen bin, ist mir sofort aufgefallen, dass sich dieses Jahr das Publikum wirklich komplett verändert hat. Also es waren die ersten 8 bis 10 Reihen, waren fast ausschließlich nur ausländische Männer zu sehen, wo ich mir im ersten Moment noch gedacht habe, naja, denen steht es natürlich ganz genauso zu, auf ein besseres Jahr 2016 anzustoßen. Und habe mir innerlich noch gedacht, schaut ja alles friedlich aus, ja warum denn nicht, um Gottes Willen. Aber ich bin dann weitergegangen und bin dann so in der zweiten, dritten Reihe ungefähr mal stehen geblieben und wollte zur Band draufschauen. Und dann ist es eigentlich losgegangen. Also das war wirklich schlimm, weil ich hatte plötzlich überall Männerhände, sei es jetzt auf der Brust oder auf dem Hintern, oder mir wurde von hinten in den Schritt gefasst und ich wurde festgehalten. Es sind zum Beispiel auch links von mir sind 2 junge Mädels wirklich starr vor Schreck dagestanden. Die hatten einen starren Gesichtsausdruck, überall Hände oben. Wir haben dann geschaut, dass wir sie zu uns nehmen praktisch und eben aus der Menge dann befördern. Das Gleiche war mit 2 älteren Damen. Also es ist völlig egal, welches Alter. Die eine Frau war vollkommen entsetzt und den Tränen nahe, weil sie gesagt hat, sie hat sowas noch nie erlebt. Für mich war es jetzt nicht so schwierig, weil ich wirklich mit einem massiven No und Stop und Handzeichen und wirklich massiv und Police gedroht habe praktisch, haben sie dann doch irgendwie ausgelassen. Ja, also wenn man lauter wird, dann Police wirkt sowieso. Auf dem Residenzplatz habe sie keine Polizei gesehen, die sie zur Hilfe hätte holen können, erzählt uns die Frau. Sie habe den Vorfall aber der Security des Veranstalters gemeldet. Erst Tage später habe sie sich zu einer Anzeige entschlossen. Solche Vorkommnisse lösen auch bei den Journalistinnen und Journalisten der Wiener Stadtzeitung Biber Betroffenheit aus. Hier arbeiten junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Der erste Gedanke galt vor allem Frauen, die eben halt so ein Martyrium durchmachen mussten und die sicher auch jetzt für ein Leben lang davon geprägt werden sein werden. Mit diesen Vorfällen spitzt sich die ganze Diskussion dann halt auch ziemlich zu. Und das wird das Zusammenleben in keinster Weise irgendwie erleichtern, ja, sondern halt nur noch mehr erschweren. Es hat mich schon sehr stark auch an die Vorkommnisse 2011 in Ägypten in der Revolution erinnert, weil es ja auch so ein Massenphänomen war, wo dann Frauen am Tahrirplatz von Gruppen von Männern vergewaltigt wurden, belästigt wurden, begrapscht wurden. Die Politikwissenschaftlerin Simone Egarter ist 26. Sie spricht Arabisch und hat viele Jahre in Ägypten gelebt und gearbeitet. Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum sei dort gang und gäbe, erzählt sie. Dieser Umstand sei gesellschaftlich akzeptiert. Ich habe an der Botschaft gearbeitet und jeden Tag in der Früh am Weg zur Arbeit ist mir das passiert, dass dir Männer 10 Minuten lang folgen, dir irgendwas Schmutziges flüstern, ins Ohr flüstern, und da kommt es noch nicht einmal so wirklich zu Übergriffen,
Aber natürlich hat man in dem Moment auch Angst als Frau. Und das passiert nicht nur mir als sozusagen als europäische Frau, sondern das passiert Frauen mit Kopftuch. Frauen, die auch besonders modest gekleidet sind. Ja? Also das ist ein Phänomen, das wirklich jede Frau betrifft. Nur Kilifi ist 22. Sie studiert Biologie und Publizistik. Ihre Eltern stammen aus Tunesien. Sie selbst sei noch nie sexuell belästigt worden, auch nicht während regelmäßigen Besuchen in Tunesien. Am eigenen Körper habe ich das bis jetzt nie so erlebt, ja. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts so jetzt auch aus dem Umkreis gehört, ja, weil man auch schon hinzufügen muss, dass Tunesien schon sehr viele europäische Einflüsse hat, auch durch Frankreich, also schon ein sehr europäisch geprägtes Land auch. Aber seit den Anzeigen in Köln und Salzburg wird in ihrem Freundeskreis persönlich erfahrene sexuelle Belästigung thematisiert und offen angesprochen. Dabei spielt die Herkunft der Männer keine Rolle. Seit fast 2 Jahren lebt Onur Kars in Wien. Er studiert hier Politikwissenschaft. Er ist 26 und als Kind kurdisch-türkischer Eltern in Deutschland im aufgeklärten muslimisch-alevitischen Umfeld aufgewachsen. Dadurch, dass ich zum größten Teil nur deutsche Freunde hatte, wurde ich eben halt so geprägt. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich mit Jungs oder eben halt Leuten begeben habe, die diese Weltsicht geteilt haben, Frauen sind nichts wert. Ich habe mich eher von diesen Leuten eben halt ferngehalten. Es gab eben halt Leute in meinem Umfeld, die sehr oft diesen Begriff Schlampe benutzt haben oder Hure. Ob es kulturell bedingt war, das bezweifle ich eher. Es war eben halt eine soziale Eigenschaft. Die Herabwürdigung der Frau habe mit sozialer Schwäche und unaufgeklärten Rollenbildern zu tun. Dies ergibt einen explosiven Mix, der zu Gewalt und im Konkreten zu sexualisierter Gewalt führt. Patriarchale Strukturen und Denkweisen sind in arabischen Ländern stark ausgeprägt. Es soll jetzt nicht entschuldigend sein, aber es hat schon etwas mit dem Frust zu tun. Ja? Also das heißt, vor allem in Ägypten, wirtschaftlich prekäre Lage. Ja? Die jungen Burschen finden keine Arbeit, haben sozusagen auch keine Aussicht zu heiraten, ja? Eine Frau zu finden, weil ihnen das Geld fehlt, weil sie für eine Heirat erst einmal ein Haus, ein Auto und Erspartes mitbringen müssen. Und dann ist es natürlich auch so, dieser Frust äußert sich halt dann in einer gewissen Art und Weise. Und leider ist es halt dann in Ägypten, würde ich schon sagen, eben sozusagen diese Gewalt und auch die Gewalt an Frauen. Seit gut einem Jahr ist Simone Egarter mit einem jungen Ägypter liiert. Khalil Tarek ist Architekturstudent und lebt in Alexandria. Über Skype bestätigt er Simones Einschätzung und fügt hinzu, dass 99% der ägyptischen Frauen von sexueller Herabwürdigung bis hin zu Gewalt betroffen seien. Zurück in Bad Ischl. Die Barbesitzerin erzählt uns, dass auch sie selbst schon sexuell belästigt wurde. Allerdings von einem Einheimischen. Da hat mir einer unter den Rock gegriffen, der hat sofort eine Ohrfeige gekriegt. Den habe ich sogar selber rausgeschmissen. Und der hat insgesamt 5 Jahre Hausverbot gehabt. Wirklich. Und dann ist er gekommen, ja, du, es tut mir leid, was damals vor 5 Jahren passiert ist. Sowas wird nicht mehr passieren, okay, aber der war 5 Jahre nicht drin. Bei einem Flüchtling würde sie sich das nicht trauen, sagt sie. Was ist, wenn ich dem eine Ohrfeige gebe? Weiß ich nicht. Da ist mir einfach das Risiko zu groß, was da passiert. Weil die sind ja in Gruppen da. Vielleicht der eine ist erstaunt, der halt die Watschen kriegt. Und der andere trat vielleicht durch. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich will denen nichts unterstellen. Aber ich glaube, dass da die Möglichkeit schneller ist, dass sowas passiert, dass der auf mich losgeht. Auch die Salzburgerin, die zu Silvester von Ausländern sexuell belästigt wurde, erzählt aus ihrem Berufsalltag mit Inländern. Das passiert uns als Frau sowieso alltäglich, dass man irgendwo von irgendeinem Mann einmal, keine Ahnung, am Hintern, das ist schon so als ein Normalzustand geworden, ja, wirklich? Fast schon, ja. Das passiert einem regelmäßig? Naja, das passiert fast jeder Frau. Es ist so, das passiert im Alltag, also in meinem Beruf, das passiert mir ununterbrochen.
Also das ist schon ganz normal, dass sowieso der Arm umgelegt wird, dass einmal kurz am Hintern geklopft wird. Jetzt so, nach den ganzen Geschehnissen, was da jetzt vorgefallen ist, fängt man eigentlich an zu überlegen, was haben wir uns eigentlich schon selber angezüchtet, ja. Wir fragen bei René Marder im Gewaltschutzzentrum Salzburg nach. 2014 wurden in Österreich 1330 sexuelle Übergriffe und 839 Vergewaltigungen angezeigt. Die Mehrheit der Täter sind Österreicher, dann folgen Türken, Serben, Rumänen und Deutsche. Dieses Thema Machtangst, wenn man jetzt sehr überspitzt formuliert, der gefährlichste Ort für Frauen und Kinder ist die eigene Familie in Österreich. Ja. Und die Gefährder sind hauptsächlich männliche Verwandte, Partner, auch mein Ehepartner. Das macht Angst und da gehe ich dann automatisch, ob das Mann ist oder Frau ist, in eine Abwehrhaltung und wir verschieben das viel lieber in andere Kulturen, um damit ausdrücken zu können, mit uns hat es ja nichts zu tun. Seit vergangenem Mittwoch sind die sexuellen Übergriffe vom Silvesterabend in Bad Ischl bei der Polizei angezeigt. Dreimal sei die Kellnerin unsittlich berührt worden. Sie habe die Männer sofort zur Rede gestellt. Doch die hätten nur gelacht und jeweils aufeinander gezeigt, so lautet die Anzeige. Die Polizei lässt bei einer Gegenüberstellung 80 Männer antreten. Sie hat angegeben, dass es sich eben um mindestens 4 Männer gehandelt hat, die im Alter von ca. 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein sollen und angeblich auch arabischer Herkunft waren. Dahingegen ist ihm dann von der Polizei auch eine Gegenüberstellung gemacht worden im Flüchtlingsheim in Bad Ischl. Vom Opfer sind bisher keine Täter bekannt gegeben worden und auch konnten keine Täter im Flüchtlingsheim wiedererkannt werden. Hier in diesem ehemaligen Altersheim sind die meisten der 120 Flüchtlinge von Bad Ischl untergebracht. Seit 3 Jahren werden sie betreut und unterstützt von 60 Freiwilligen aus dem Ort und von der Volkshilfe. Die betont, die Flüchtlinge im Alltag auf die Regeln und Gepflogenheiten hierzulande vorzubereiten. Wir haben sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen, wo es eine klare Regelung gibt, dass hier auch jeder Verstoß, Untergriffigkeit gegenüber Frauen nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, dass dieses Zusammenleben im Flüchtlingsquartier die beste Schulung ist für die Flüchtlinge, besser als eine 8-stündige Werteschulung. Im kaiserlichen Bad Ischl sind betuchte Kurgäste aus dem Ausland nach wie vor herzlich willkommen. In Charlies Bar aber wird das Lokalverbot für Asylwerber beibehalten. Ich bin jetzt draufgekommen, durch das, dass ich das so offen reingeschrieben habe, trauen sich jetzt viel mehr Leute den Mund aufmachen, um zu ihrer Meinung zu stehen und zwar auch mehr öffentlich zu machen. Und warum nicht? Wir wissen allgemein, dass teilweise ein kleiner Funke genügt, um die Gesellschaft zu spalten. Diese Gefahr besteht jetzt natürlich in Bad Ischl. Die Gefahr sehen wir. Da kann natürlich viel Aufbauarbeit der letzten Jahre im Integrationsbereich durch so eine Aktion zerstört werden, bis hin, dass wir uns auch fürchten, dass es zu Übergriffen gegen Flüchtlinge kommen kann.